Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In diesem Video zeige ich euch mal, wie man die Buderus Logamax einstellen kann. Ich zeige euch hier alle Einstellungen. Wir gehen mal das ganze Menü durch und dann seht ihr mal, wie das funktioniert. So, hier könnt ihr das Menü sehen. Um das zu starten, da drückt man einfach mal auf das Display drauf. So, hier haben wir erstmal den Gasbrennwert oder das Gasbrennwertgerät. Das hat gerade eine Temperatur von 53 Grad, Druck 1,8 Bar. Wenn wir da drauf drücken, sehen wir auch, dass es jetzt hier gerade die Temperatur abgibt. Es heizt also nicht auf, sondern gibt Temperatur an den Heizungskreislauf ab. Dann können wir hier sehen, die Außentemperatur sind 13 Grad und der Betriebsdruck, der ist hier bei 1,8 Bar. Das ist im grünen Bereich, das ist genau richtig eingestellt. Also hier müssen wir kein Wasser ablassen oder dazugeben. So, wenn wir jetzt hier auf mehr drauf gehen, können wir hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Wir können den Heizbetrieb einschalten oder ausschalten, in dem Fall hier ist er eingeschaltet. Wir können die maximale Vorlauftemperatur hier auch entsprechend einschalten, runterregeln oder hochregeln vielmehr, ja, indem wir das hier so mit dem Finger bewegen. Und eben die Warmwasserbereitung oder Aufbereitung können wir hier einschalten oder ausschalten. Hier in dem Fall ist sie jetzt gerade einmal ausgeschaltet. So, dann haben wir hier noch ein paar Informationen, ja, wie viel Brennerstarts wir hatten, wie oft oder wie viele Stunden der Brenner lief. Also hier keine Einstellung, ne, sondern eben die ganzen Informationen zu der Heizung. Dann können wir hier wieder zurückgehen. So, hier auch zurückgehen. Dann kommen wir hier in den nächsten Menüpunkt hinein. So, hier können wir die Wunschtemperatur einstellen, die eben ja erreicht werden soll durch das Heizen. Die ist ja bei 22 Grad einmal eingestellt. Wenn wir hier auf mehr gehen, haben wir noch weitere Einstellungen, die wir hier vornehmen können. Wir können das Zeitprogramm einmal wählen. Hier können wir das Zeitprogramm dann entsprechend bearbeiten, ja, wann eine Nachtabsenkung erfolgen soll, wann das eben laufen soll, das Programm. Hier können wir ein Reset durchführen. Dann stellen wir das ganze Gerät oder das Zeitprogramm auf die Werkseinstellung zurück. Das wollen wir natürlich nicht. Wir lassen das alles schön so, wie es ist. So, hier haben wir Temperatureinstellung. Heizen soll er auf 23 Grad und absenken soll er dann eben in der Nachtzeit auf 18,5 Grad. So, wir könnten ja noch ein zweites Programm wählen, aber das ist ausgeschaltet. Wir belassen das bei diesen ein. Die Betriebsart, die ist dann hier auch manuell eingestellt. Man könnte es auch automatisch regeln, aber hier wird es eben mit diesen Einstellungen ja manuell geregelt. Hier haben wir auch nochmal die Sollraumtemperatur, die Wunschtemperatur, wenn man abwesend ist, denn man kann hier auch einen Abwesenmodus einstellen. Dann würde nur die Temperatur bei 17 Grad halten und eben nicht bei 22 Grad. So, wenn man hier so einen Boost einstellt, wenn man es mal schnell wärmer haben will, dann ja, kann man diesen Boost-Modus aktivieren. Der ist jetzt hier auch so eingestellt, dass er für eine Stunde laufen würde. Man kann das natürlich auch entsprechend höher regeln, wenn man den aktiviert, dass es dann halt länger läuft. So, und hier haben wir noch den Heizkreis, den man umbenennen könnte. Aber das lassen wir auch mal alles schön so weiter. So, das waren diese Einstellungen. Jetzt gehen wir hier durchs Wischen ein weiter. Warmwasser war deaktiviert, also wir finden mehrere Einstellungen an verschiedenen Stellen, ja, das hatten wir also schon mal. Hier können wir das auch wieder aktivieren, deaktivieren. Hier kommen wir dann im Prinzip auch wieder für das Warmwasser in den Bereich rein, wo wir hier ein Zeitprogramm bearbeiten können, wann es eben aufbereitet werden soll und wann eben entsprechend nicht. So, da gehen wir könnten das auch wieder auf die Werkseinstellungen resetten. Wir lassen es aber bei den Einstellungen. Betriebsart ist hier der Eco-Modus und den kann man natürlich auch auf Komfort einmal einstellen oder eben dieses eben gezeigte Zeitprogramm folgen, was man hier eben einstellen konnte oder auch eben wieder automatisch. Wir haben es hier in dem Fall auf den Eco-Modus gestellt. Ja, der Eco-Modus, der sagt jetzt im Prinzip, wenn die Temperatur des Warmwasserspeichers um mehr als 10 Grad unter der eingestellten Temperatur liegt, dann wird der Warmwasserspeicher wieder bis zur eingestellten Temperatur aufgeheizt. Im Eco-Modus steht somit das Warmwasser dann etwas langsamer zur Verfügung, beziehungsweise heizt dann langsamer auf. Im Komfortmodus dann halt eben entsprechend schneller.
So, dann gehen wir hier auch mal wieder zurück in diese Einstellung. Ich mache das nochmal einen kleinen Tucken größer, ein bisschen kann ich noch. So, dann hier auch nochmal zurück und dann haben wir hier den Modus, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Wir können hier auf anwesend das Ganze, abwesend das Ganze stellen. Ja, dann haben wir eben diese abwesend Einstellung, die wir da vorhin einstellen konnten. Mache ich natürlich hier auch nicht, weil sonst sinkt die Temperatur. Und was wir hier auch noch haben, wir haben hier einen Urlaubsmodus. Hier können wir einstellen, von wann bis wann wir im Urlaub sind und können dann hier entsprechend auch einstellen, wie die Heizung eben zu heizen hat, während wir im Urlaub sind. Wir können das Warmwasser dann ausmachen, was dann vielleicht Sinn macht. Wir können die Raumwunschtemperatur hier entsprechend ja, dann auch wesentlich niedriger regulieren, wie das natürlich der Fall ist, wenn wir einmal da sind. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, über Energie einmal Daten zu erfassen und anzuschauen. Zum Beispiel total, ja, wie viel hat das ganze System verbraucht? Das sind jetzt hier 7 kW. Wir können das aber auch nur fürs Heizen runterbrechen, ja, auch 7 kW. Und auch nur fürs Warmwasser, ja, hier ist natürlich nichts verbraucht worden, weil der Warmwasser, die Warmwasseraufbereitung hier ausgeschaltet ist. Und hier haben wir dann nochmal den Stromverbrauch für das ganze Gerät. Dadurch, dass das jetzt gerade neu eingeschaltet ist, hat es auch noch nicht wirklich hier etwas an Energieverbrauch erfasst. Und wir könnten die Energiedaten natürlich hier auch wieder zurücksetzen. So, dann haben wir noch ein paar Menüeinstellungen. Das kennt man oft hier vom Smartphone, diese 3 Striche. Da geht man einmal rein. Hier kann man den Notbetrieb starten, wenn irgendwie eine Störung vorliegt. Die Sprache kann man hier einstellen, ja, in sämtliche Landessprachen. Die Uhrzeit kann man einstellen, das Datumsformat kann man einstellen, das Datum kann man einstellen. Automatische Zeitumstellung kann man einstellen, ja, ihr kennt das Winter-Sommerzeit. Ja, die Helligkeit vom Display, wann das Display ausgehen soll, hier in dem Fall nach 2 Minuten. Die Kontaktdaten des Installateurs sollten hier hinterlegt werden und man kann auch noch eine Tastensperre aktivieren oder deaktivieren. Hier sind natürlich deaktiviert, damit wir hier auch in dem Menü ja, entsprechend herumspringen können. So, hier hat man dann noch den Schornsteinmodus. Das ist auch eigentlich nur vom Fachpersonal ja, zu betätigen. Ich kenne das bei meiner Heizungsanlage so. Da hat zum Beispiel Warmwasser immer Vorrang und wenn man Wasser nicht aufheizt, dann ja, geht auch die Heizung nicht an und in dem Fall mache ich dann, wenn ich so eine Störung hatte, übergangsweise mal den Schornsteinfeger in Absprache mit meinem, den Schornsteinfegermodus in Absprache mit meinem Installateur an, bis er dann ein paar Stunden später kommt, damit die Bude nicht zu kalt wird. Ja, das sind so sämtliche Einstellungen hier bei der Buderus Logamax Heizung. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen helfen und war interessant. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.